In diesem Video erkläre ich, wie man Logarithmen in linearen Modellen verwenden kann, wie man sie interpretiert und warum wir überhaupt Logarithmen in linearen Modellen verwenden können. Um das Beispiel zu schauen, verwenden wir den Weltdatensatz World aus dem Paket Schlegel, das ich für Lehrzwecke entwickelt habe. Falls das Package Schlegel noch nicht installiert hast, kannst du das mit install.packages-remotes und dann remotes://install_github /schlegel/schlegel. Das kannst du auch verwenden, die zweite Zeile, falls du das Paket updaten willst. Den Paket world habe ich gerade für Logarithmen hinzugefügt. Der war vorher noch nicht im Package drinnen. Falls du noch eine alte Version hast von früheren Videos, kannst du das mit den Befehl updaten. Dann laden wir tidyverse für den Pipe Operator und die Filterfunktion. Dann laden wir mit Schlegel.world den World-Datensatz. Der enthält mehrere Jahre, ist also ein Panel-Datensatz. Wollen wir doch für das Beispiel einen Querschnittsdatensatz, also verwenden wir nur 2015, das relativ wenige fehlende Werte enthält, im Gegensatz zu anderen Jahren. Also es ist, der Datensatz hat Länder, dann das Jahr dazu, BIP pro Kopf, das Wachstum pro Jahr, Geburtenrate, die Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit, Lebenserwartung, Lebenserwartung für Männer, Lebenserwartung für Frauen und Mordrate. Nun, im ersten Modell, es ist ein sogenanntes Lin-Log-Modell. Das bedeutet, die abhängige Variable ist normal linear, also nicht logarithmiert. Die unabhängige Variable jedoch ist logarithmiert. Um die zu logarithmieren, fügen wir die Funktion log um die Variable hinzu. Also hier die abhängige, normal, tilde, dann log die unabhängige. Wir könnten hier auch noch weitere Variablen hinzufügen, wie wenn die Variable a heißt, so entsprechend. Nun, da wir die unabhängige Variable logarithmiert haben, ist nun die Interpretation leicht anders. Es ist nicht eine Einheit gleich eine Einheit, sondern wenn sich das BIP pro Kopf um 1% erhöht, so erhöht sich die Lebenserwartung um Beta geteilt durch 100 Einheiten. Das sind bei uns 4,4 geteilt durch 100, das ist 0,04 Jahre, die Lebenserwartung ja in Jahren ist. Warum müssen wir das durch 100 teilen? Prozent bedeutet ja nichts anderes als durch 100. Also weil wir das quasi in ein Hundertstel interpretieren, müssen wir Beta auch durch 100 teilen. Nun kehren wir die beiden um. Ob das theoretisch Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das, jetzt nehmen wir an, dass die Lebenserwartung in einem Land beeinflusst, wie hoch das BIP ist, also ein Log-Lin-Modell. Also diesmal logarithmieren wir die abhängige Variable, kriegen wir wieder einen statistisch signifikanten Effekt. Nun ist es so, wenn sich die unabhängige Variable um eine Einheit erhöht, so erhöht sich die abhängige Variable um Beta mal 100%, weil wir jetzt hier Prozent hinzufügen, müssen wir Beta mal 100 rechnen, weil ja Prozent eigentlich geteilt durch 100 bedeutet. Also mal 100% ist ja wie mal 1, weil wir es in Prozent interpretieren müssen. Deshalb können wir dann sagen, dass wenn sich die Lebenserwartung um ein Jahr erhöht, erhöht sich das BIP pro Kopf um 15,4%. Dann gibt es noch das Log-Log-Modell. Da stehen bei beiden Prozent. Deshalb müssen wir auch nicht durch oder mal 100 rechnen, weil wir jetzt bei beiden quasi durch 100 haben. Das Ganze, wenn bei beiden Prozent steht, das nennt man Elastizität. Können wir das schätzen? Hier haben wir jetzt als unabhängige Variable die Müttersterblichkeit. Rhythmieren wir. Also wenn sich die Müttersterblichkeit um 1% erhöht, so sinkt das BIP pro Kopf um 0,71%. Wichtig ist, es ist jeweils Prozent und nicht Prozentpunkte, wie das bei Discrete Changes der Fall ist. Zum Beispiel, wenn wir Unterschied zwischen Prozenten haben, bei vorausgesagten Wahrscheinlichkeiten, dann interpretieren wir das ja in Prozentpunkten. Bei Logarithmen sind es hingegen nicht Prozentpunkte, sondern Prozente.
warum machen wir das überhaupt? Das Ganze hat mit der Linearitätsannahme zu tun von Ordinary Least Square, von der Methode der kleinsten Quadrate. Die Linearitätsannahme besagt ja, dass der Zusammenhang zwischen der abhängigen und unabhängigen Variable zwischen den Koeffizienten linear ist. Wir dürfen die auch quadrieren oder irgendwas machen, aber der Zusammenhang, also die Betas, die müssen linear sein, der Zusammenhang. Schauen wir uns das letzte Modell mal in verschiedenen Varianten an. Statt des Log-Log, zum Beispiel als Lin-Nil-Modell, zeichnen wir dazu einen Ggplot, eine Grafik, einen Datensatz, dann x GDP per capita, y die Maternal Mortality, also hier habe ich es jetzt umgekehrt, spielt nicht so eine Rolle, um das Ganze darzustellen, wo x und wo y ist, hier könnten es auch tauschen. Dann Punkte, geomSmooth, linear, mal darstellen, sehen wir, der Zusammenhang wird nicht richtig abgebildet. Die Linearitätsannahme ist verletzt. Würden wir auch kriegen, wenn wir den Test machen würden, den Plot vom linearen Modell. Kannst du als Übung selber mal probieren. Falls etwas unklar ist, kannst du gerne eine Frage in die Kommentare schreiben. Dann könnten wir das Ganze sagen, gut, machen wir ein Lin-Log-Modell. Also wo x logarithmiert ist, aber y nicht. Schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht wirklich korrekt. Wir sehen, hier hat es viele und hier relativ wenige. Scheint das Ganze nicht gut abzubilden. Dann das Log-Lin, wo y logarithmiert ist, auch das sehen wir auf einen Blick, das stimmt hinten und vorne nicht. Es ist kein linearer Zusammenhang, da ist die Linearitätsannahme verletzt. Das Ganze mit dem Log-Log machen, das wir auch effektiv geschätzt haben, sehen wir, haben wir einen schönen linearen Zusammenhang. Die Linearitätsannahme ist nicht mehr verletzt. Aus diesem Grund verwenden wir Logarithmen. Das tun wir dann, wenn wir einen monotonen Zusammenhang haben, also der immer steigt oder immer fällt. Nicht einen nicht monotonen Zusammenhang wie bei Polynomen, bei Quadraten, der aber nicht linear ist, sondern immer stärker steigt. Und wir sehen groß, zum Beispiel das Bipo-Kopf ist in kleinen Ländern, da ist es im Gegensatz zu großen Ländern vielleicht mal 1000 oder noch mehr, der Unterschied. Deshalb macht es Sinn, das Ganze zu logarithmieren. Wir könnten auch vielleicht noch kurz ein Histogramm anschauen vom Bipo-Kopf. Sehen wir, wir haben relativ viele sind unten, wenn wir es so darstellen. Wenn wir jetzt das Ganze logarithmieren, dann ist das Ganze, sieht es viel besser aus und ist jetzt einigermaßen normal verteilt. Aus diesem Grund schätzen wir logarithmische Modelle. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video gut aufzeigen, für was man Logarithmen in lineare Modelle verwendet. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du über zukünftige Videos von mir von YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade.